Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kena Bridge of Spirits. Wir befinden uns immer noch hier im... Ja, was ist es eigentlich? Im... Vorraum zu diesem großen Tor hier. Und müssen jetzt einfach mal schauen, wie wir... das aufbekommen. Oh, ja, stimmt. Wait. Verhauen. Okay. Also. Den zweimal. Den auch zweimal. Und den einmal, okay. Habe ich ja beim letzten Mal gesagt, das kriegen wir ganz locker hin. Was ich mich jetzt gerade nur frage, ist, wofür ist das hier noch gut? Ist das so zum Ausprobieren oder... Na gut. What are you waiting for? The door should work now. Was? Ach du Heilige. Okay, wir schauen uns natürlich erstmal um. Die Tür hinter uns geht natürlich zu, klar. Okay, da vorne gibt es wieder ein paar heitere Gesellen, wie es aussieht. Mal gucken, ob das funktioniert. Schön. Ich dachte, der fängt dann auch an zu schweben vielleicht und wir haben so ein bisschen Zeit, aber na gut. Eine Erinnerung. Oder ein leitendes Licht. Ich glaube, es ist eher das leitende Licht. Wir können sowieso nicht links und rechts gehen gerade. Das war knapp. Ein bisschen. Da haben wir die Erinnerung. I can feel her presence everywhere.
These fields are scarred with memories of destruction. What could have happened here? We need to find three relics to help Adira. There's something buried beneath the poison over there. That might be a good place to start looking. Wir sind wieder bei Adiras Liebe. Erst hatten wir Taros Liebe, jetzt haben wir Adiras Liebe. Und hier haben wir wieder was zum... meditieren, dachte ich. Um Adira zu beschwören, okay. Ach ja, meditieren dann wahrscheinlich wieder nach dem. Ich denke mal, das wird jetzt ungefähr so ablaufen wie gegen Taro. Drei Relikte finden, beschwören, kämpfen und den Geist somit befreien. Aha. Wie kriege ich dich jetzt auf? So schon mal nicht. Okay, wir gucken uns mal weiter um. Da oben ist auch noch irgendwas. Da sind Gegner. Oh nein. Das ist wieder so ein Kappa-ähnliches Ding hier. Ah, Gott. So, auf ihn und dann let's go. Autsch. Dankeschön. Okay, ich mache hier erstmal die weg. Dann holen wir uns 9. Ich gebe zu, die Steuerung damit ist immer noch nicht so ganz einfach. Oh
Okay. Ah. Oder auch doch nicht. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Dann kann man hier hin und von hier aus da hoch. Wir brauchen das Ding wahrscheinlich auch noch. Oh Gott, ja. Nochmal, Jungs. Oh shit. Ah, den hätten wir noch drehen müssen. Oh, das wird knackig. Das wird richtig schön knackig. So, nochmal. Ihr kommt hoch. Danach kommt ihr gleich hoch. So. Und wenn man das Springen verhaut, dann bringt es auch gar nichts weiterzumachen gerade irgendwie. Kann man den machen? Geht der da lang? Ja, okay. Ich muss doch nur da oben hoch. Hä? Oh shit, oh shit. Oh. Kena, weg da! Oh Gott. Ich verstehe das nicht. Oder ist das bei denen egal? Und es geht nur um die. Das kann natürlich auch sein. Aber die sind eigentlich auch zu hoch für uns. Oder? Ich meine, man kann hier drauf. Oh, natürlich. Nein! Natürlich. Obwohl, jetzt haben wir sie schon dran gesetzt. Solange sie nicht von alleine wieder aufhören. Was sie tun. Ich sag ja, das wird ein bisschen knackiger. Aber dass man sich so blöd anstellen kann, das ist auch mir neu. So. Wunderbar. Dann hier rüber. Oh Gott. Schön, hi. Das war doch gar nicht so schwer.
Und wir haben die nächste Stufe erreicht. Wir haben jetzt 3 Rod-Aktionen. Und können, glaube ich, insgesamt auch ein bisschen mehr mit denen jetzt machen. Müssen wir uns gleich mal genau anschauen, wenn wir die Verderbnis da weg haben. Ob das jetzt kampflos passieren wird, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Okay. Alles klar. Das heißt, wir verfolgen die Wurzeln. Das könnte eine ganz gute Idee sein. Schön, dass man euch helfen konnte. Und ihr könnt wieder fliegen. Irgendwie. Oder schweben. Fliegen ist es ja nicht. Oh nee, hallo? Ah, danke. Aber ich komme doch von da nicht dahin, da hinten rüber. Selbst so nicht. Moment. Irgendwie kriegen wir das hin. Ja, wenn man das Ding nicht trifft, ist auch alles verloren. Ja, aber ich komme nicht bis dahin. Ich weiß auch nicht wofür. Wahrscheinlich, um da hochzukommen. Dass da bestimmt irgendwas gibt. Versuchen wir später nochmal, wenn ich dran denke. Ich gehe erstmal da in das Haus rein. Gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Wir kriegen einen neuen Freund. Ich dachte gerade schon Hut. Aber ein neuer Freund ist mir auch recht. 65. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Gut, wir gucken nochmal. Zusätzliches Karma erforderlich. Oh ja, stimmt. Halte L2 und R1 R1, drücke dann Viereck, um eine Rod-Bombe zu erzeugen. Sobald die Rod-Bombe gezündet ist, verlangsamt sie Feinde und Geschosse in der Nähe. Auch nicht schlecht. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch weiter sparen. Es sieht aber so aus, als hätten wir einfach alle Fähigkeiten jetzt fertig. Oh, oh, Hilfe. Was bist du? Was seid ihr? Ihr seid auf jeden Fall hochexplosiv. Eck. Eck. Na toll. Autsch. Ja, widerlich. Wow. Erstmal schön einsammeln. Und die Sachen könnt ihr tragen. Das müssen wir aber nicht unbedingt tragen, sondern das hier. Und das geht dann bitte dahin. Und dann tragt ihr das hier vorne hin. Könnt ihr mich damit tragen? Yo, wie geil. Wie cool. Ich will da nicht runter. Aber ich muss. Und weg mit dir. Och nein. Natürlich hat der Ranken. Der Rebenritter.
Wow. Nein, 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 nein. Ganz böse. Oh, shit. Okay. Na komm. Autsch. Ja, bei dem Ding ausweichen weiß ich noch nicht so ganz. Oh nein. Oh. Oh. Ja, okay. Aber auch gut zu wissen, dass man auf die Dinger schießen kann. So, wir dürfen gegen ihn hier bloß nicht zu sehr auf die Fresse kriegen. Ja, 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 ist okay. Ist schon zu spät. Okay, das Ding kann man einfach nicht kontern. Ach, hör doch auf. Ach, ja, genau. Hau uns doch aus der Map.
Natürlich. Ja, ja, komm, komm. Sehr schön. Stimmt, die geht ja auch von alleine irgendwann hoch. Ja, das war dumm. Aber alles gut, alles gut. Bräuchte nur ein bisschen Heilung. Mhm. Man muss halt nur auf Distanz bleiben, dann geht's eigentlich. Jetzt ist halt die Frage. Nee, komm. Ich nehme lieber den Heal mit. Okay, wir haben ihn. Alter Schwede.
Dass es aber auch immer so aussehen muss. Also wirklich. Aha. Ah, cool. Danke. Quatsch. Dahin. This is where we built our ox. He started as a simple concept, a way for us to work the fields and improve our crops. But he became so much more. It's no surprise Adira's spirit has latched onto him. Okay. Jetzt müssen wir ganz kurz nochmal gucken. Was das hier nochmal macht? Was habe ich jetzt für ein Geheimnis gelüftet hier? Ah. Willkommen in der Familie, kleiner Freund. Und dann setzen wir uns mal hier hin. Und ich würde sagen, mit Adiras Liebe geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und ciao.